Und jetzt ist es endlich soweit. Es geht los. Liebe Aktionsgruppen hier in Gaggenau, wunderschön Gaggenau hier auf dem Marktplatz, liebe Interessierte hier im Café Brezels, auf dem Markt oder sonst in irgendwelchen Gassen, es geht los. Ein Jahr lang haben wir darauf hingearbeitet, die 72-Stunden-Aktion 2013 des BDKJ startet. Und dieses Mal zum ersten Mal bundesweit. Über 3000 Gruppen sind dabei bundesweit. Mehr als 17.000 Jugendliche allein hier bei uns im Dekanat Rastatt, was so die Fläche von Forbach bis Blittersdorf, Durmersheim bis Iffezheim ist, werden rund 600 bis 800 Menschen dabei sein. Mal gucken, vielleicht schaffen wir auch die 1000-Marke. Und ich darf jetzt hier oben begrüßen den Vorstand der Sparkasse, den Herrn Kistner. Ein Applaus für den Herrn Kistner, bitte. Herr Kistner, kommen Sie zu uns in die Mitte. Ui, warm hier. Es ist richtig warm hier, ja. Also, wir hätten ein paar Fragen an Sie, weil Sie haben uns ja nochmal für alle 10.000 Euro gespendet. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was Ihre Motivation war, uns so viel Geld zu spenden. Ja, als allererstes mal herzlich willkommen und guten Tag von Seite von der Sparkasse Rastatt-Gernsbach. Was war die Motivation als ehemaliger Ministrant, als überzeugter KJGler, hat man natürlich auch in seiner Jugendzeit unheimlich viel in seinem Heimatort, in meinem Heimatort gearbeitet. Und als ich von der 72-Stunden-Aktion gehört habe, war für uns klar in der Sparkasse, dass wir das unterstützen. Deswegen unterstützen, weil hier einfach wunderbare Dinge kreiert werden, kreativ gearbeitet wird und vor allen Dingen nachhaltig gearbeitet wird. Ja. 15 Sekunden davor. Wir läuten gleich den Countdown ein. Lara, ich glaube, du darfst schon mal runter aus dem Weg gehen. Sind jetzt noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, hier fängt das Gerusel an.